Hallo, ihr Freunde der gepflegten Mittelalterunterhaltung. Wir sind wieder zurück in Medieval Dynasty und wir wollen heute einen kleinen Ausflug machen. Wir haben in der letzten Folge uns noch ein Lagerhaus gebaut, um hier ein bisschen Ordnung zu schaffen in unserer kleinen, ja, in unserer ersten kleinen Ansiedlung. Denn es hat sich hier einiges angesammelt. Jetzt möchte ich allerdings noch mal auf die Reise gehen. Und da bin ich schon gespannt, denn wahrscheinlich werden wir wieder einige Dinge entdecken, wenn wir, ja, wenn wir jetzt losziehen. Und eigentlich hatte ich den Plan, dass wir uns hier oben umgucken und hier verschiedene Dinge erledigen, Sightseeing zuerst mal und dann auch Skouki besuchen, die dritte Stadt, die wir hier im Oxbow noch besuchen können. Da ist uns beim letzten Versuch ja hier zwischendrin einfach die Jahreszeit ausgegangen und wir sind wieder zurück teleportiert worden. Ja, und jetzt möchte ich aber zunächst nochmal in den Sumpf gehen. Wir müssen die Sumpfquest noch fertig machen. Da habe ich letztes Mal einfach, ja, wie soll man sagen, Unkonzentriertheit, wie auch immer, habe ich letztes Mal einfach nicht aufgepasst. Und habe die Stelle am Boden nicht beachtet, bei der man hätte die Gegenstände platzieren müssen. Und das müssen wir doch tun. Und das möchte ich jetzt zuerst erledigen, bevor wir jetzt hier Großzeitziehen machen. Denn ich würde das gerne einfach abhaken. Dann haben wir einen Punkt weniger und können uns den Rest der Zeit entspannt der Umwelt des Spiels erfreuen, ohne dass wir uns Gedanken machen über das Grauen der Ende im Sumpf. Und das wollen wir jetzt tun. Ich habe allerdings gesehen, ich habe letztes Mal noch ein paar Sachen gesammelt und dadurch habe ich noch einen Fertigkeitspunkt bei Überleben, den ich bekomme. Und da können wir jetzt gleich mal gucken, was für was wir den ausgeben wollen. Wir haben hier die schnellere Wasserbewegung genommen. Was wir natürlich eigentlich wollen, ist hier 10% langsamerer Ausdauerverbrauch während der Bewegung. Und genau das kommt uns jetzt zugute, wenn wir uns hier ja, auf Reisen befinden. Da können wir davon profitieren. So, Technologie hat geblinkt. Haben wir hier noch irgendwas freigeschalten? Ach ja, die Kräuterhütte hatten wir beim letzten Mal noch freigeschalten. Das ist gut, aber die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich versuche auch diesmal wieder nicht ganz so viel die Kamera zu schwenken. Allerdings ist es natürlich schon so, dass man immer wieder mal gucken kann, ob es irgendwo was Spannendes zu sehen gibt. Ja. Denn mein Eindruck ist, dass es hier wirklich extrem viel Spannendes zu sehen gibt in Medieval Dynasty. Oh, ich glaube, hier habe ich gerade ein Wildschwein gehört. Ja. Und ich höre die. Oh, da links, da ist das Wildschwein. Ich möchte jetzt keinen Ärger mit Wildschweinen haben. Uns geht allerdings die Puste aus. Ich stelle gerade fest, ich habe irgendwie das HUD ausgestellt. Wie geht denn das? Schaltet man das aus und ein? Das war mir gar nicht bewusst, dass es das geht. Das ist bestimmt eine von diesen Tasten. Ist ja lustig. Muss ich ja jetzt irgendwie hier drauf gekommen sein. Hä? Na. Das will man schon. Ah, hier, hat ein- und ausblenden. Ah, okay. Gibt es da eine Tastenkombination dafür? Nee, das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Völlig neue Dinge, die sich hier auftun. Hier gibt es Hirsche zu jagen. Da kommt auch die Nachricht, dass es hier ein Hirschjagdgebiet ist. So. Und da hinten sind Wiesens. Das ist natürlich hier auch schon. Also wenn man vorhat, so eine große Landwirtschaftssiedlung irgendwie zu machen, ist das natürlich ein cooler Platz. Hier ist richtig schön Weite. Aber
Hier sind auch die Wiesens unterwegs. Da drüben bei den Häusern waren wir schon. Jetzt gucken wir mal. Ja. Ich möchte nicht mich mit dem Wiesent anlegen. Ja, das passt. Der läuft nur noch. Der rennt nicht. So, was haben wir hier? Wölfe. Also diese Seite vom Ufer, vom Fluss, ist ziemlich unangenehm, wenn ich das so sagen darf. Wölfe, da hinten läuft der Wolf. Wölfe, Wiesens, Wildschweine, wir haben hier schon alles gefunden. Dafür finden wir hier auch ein bisschen Leder und ein paar... Ein Birnenwein. Hä? Das ist das, wenn man die falsche Taste drückt. Mhm. Und war da nicht noch ein drittes? Ne, das war schon das, ne? Ja. Okay. So. Jetzt gucken wir mal. Wir wollten ja eigentlich hier oben in den Sumpf. Wir sind hier schon wieder völlig auf Abwägen. Wir wollen in den Sumpf. Und in der Mitte vom Sumpf, meine ich, war der Baum. Da wollen wir hin. Und dann machen wir jetzt überqueren wir mal den Fluss hier. Laufen da straight rüber. Wir trinken mal einen Schluck, wenn wir hier schon am Fluss sind. Dann nutzen wir die Chance und trinken einen Schluck. So. Und da sind wieder Wölfe. Ja. Also, gefährliche Gegend. So, hier haben wir Hirsche. Und da ist ein Lager. Das ist natürlich die Frage, ob wir das schon entdeckt haben. Wir waren ja hier überall schon mal. Ah ne, aber da liegt Leder rum. Da waren wir wohl noch nicht. Da waren wir wohl noch nicht. Hier ist noch ein Pelz. Ein paar Äpfel. Ein Bogen, den nehme ich gerne. Ein bisschen Fleisch und ein Bier. Auch nicht schlecht. So, noch irgendwas? Irgendwas übersehen? Nee. Sehr ordentlich, ne? Also das, was ich jetzt mitnehmen geht, ist alles hier schön angeordnet gewesen. Sehr ordentlich. Passt. Oh, hier. Ah, okay. Die ist nicht scharf gemacht und auch kein Kaninchen drin. Ich finde es eigentlich schade, dass man nur eine Kaninchenfalle haben kann. Ich fände es viel lustiger, wenn man mehr Fallen aufstellen kann. Man kann es ja so machen, dass man... Ich laufe schon wieder falsch reden. Und da sind schon wieder Wölfe. Da geht mir die Puste aus. Und jetzt laufe ich wieder in Wiesens rein. Das ist ja Wahnsinn. Also die Welt ist schon sehr anders als im Tal. Das ist hier deutlich... Ja. Also es ist belebter, da hinten ist er. Es ist belebter, aber es ist auch tatsächlich, also es fühlt sich auch ein bisschen offensiver an, irgendwie. Wölfe, Wildschweine, Bären. Bin hier schon in alles reingelaufen. Banditen. So, jetzt ist die... Ah, da hinten ist er, der große Baum. Hier waren die Elche.
Ja, und hier so ein paar so. Also hier muss ja mal ein richtiges Dorf gewesen sein, bevor hier der Sumpf eingekehrt ist. So, und jetzt habe ich letztes Mal die Stelle zwar gefunden. Oh, hier gibt es Bären. Ah, hier ist die Stelle, genau. Und da, genau, ich hätte einfach nur E drücken müssen, dann hätte sich der Platz untersuchen lassen. Das habe ich wohl irgendwie verpeilt. So. Der Baum erhebt sich über dem Sumpf. Zum Glück sind keine finsteren Mächte zu sehen, die ihn bewachen würden. Das bleibt hoffentlich so. Möge das Ritual beginnen. Zuerst der Stein. Dieser Schritt ist einfach. Was kommt als nächstes? Also, ein Fisch oben und auf der linken Seite, Fleisch unten und auf der rechten Seite. Fisch oben und auf der rechten Seite. Fleisch unten und auf der linken Seite. Nee. Fisch oben und auf der linken Seite auf jeden Fall. Und du hörst irgendwo in der Nähe etwas im Wasser platschen. Es scheint, als wäre das uralte Böse erwacht, um das Mahl zu verschlingen, das du ihm bereitet hast. Vorausgesetzt, dass sich dieses große Böse in Form eines Frosches manifestiert. Zeit für den Roggen. Wie willst du ihn platzieren? Zwei Bündel auf der linken, eins auf der rechten. So, jetzt haben wir hier alles angeordnet. Alles scheint richtig zu sein, als würde das eine Rolle spielen. Die finsteren Mächte des Bösen scheinen sich nicht dafür zu interessieren, wie du ihm das Frühstück serviert hast. Es ist wahrscheinlich auch schwierig, sich für etwas zu interessieren, wenn man nicht existiert. Ja, und es ist auch spannend, links und rechts und oben und unten um einen Stein herum. Wo ist links, wo ist rechts? Aber wir haben es erledigt. Und es sieht hier alles sehr, sehr ordentlich angeordnet aus. Wir nehmen kein Gänseblümchen vom finsteren Orten mit. Aber jetzt können wir zumindest berichten, dass wir hier alles gegeben haben, um den finsteren Mächten Einhalt zu gebieten. Oder? Würde ich so sagen. Und dann müssen wir jetzt nach Piastowia und müssen Bericht erstatten, dass sich niemand mehr Sorgen machen muss um die finsteren und bösen Mächte. So, wie ist es, wenn wir jetzt hier die Straße entlang laufen? Dann laufen wir in die falsche Richtung, ne? Wir müssen hier querfeldein am Sumpf entlang gehen. Und hier sind wieder irgendwelche Wiesente. Oh, ich bin jetzt schon außer Puste. Das ist natürlich total praktisch. Ich weiß nicht genau, laufen die durchs Wasser? Oh, hier ist der Weg. Das müsste der Weg nach Piastovia sein, oder? Nein, natürlich auch nicht. Dann ist nochmal weiter unten. Aber dann gehen wir jetzt hier querfeldein, weil da waren wir offensichtlich noch nicht. So, gehen wir jetzt hier mal durch. Ah, da vorne sehe ich schon. Waren wir denn dann an diesem Haus schon? Ist hier jemand? Nein, hier ist zumindest niemand. Aber wenn wir gerade den Hirsch entdeckt haben, dann waren wir hier offensichtlich noch nicht. Oder doch? Nein. Münzen, Salz, Tonschalen, schön. So, jetzt gucken wir mal. Also hier ist nichts mehr. Also hier liegt zumindest nichts rum, was ich sehen würde. Steht hier außen am Haus irgendwas? Unten sind nur ein paar Vögel. Hier sind ein paar Flaschen.
Aber nur die Flaschen, kein Inhalt. Hier ist eine Kupferaxt, die ist nicht schlecht. Hier ist Stroh. So, dann geht es hier nochmal nach oben. So. Tränke. Danke. Und da haben wir jetzt mal noch Bier, noch ein bisschen Pelz und ein paar Münzen. Danke. Und da ist noch ein Bier. Da steht noch ein Bier. Das ist ein volles Bier. Das ist schön. So, was haben wir dann hier noch? Nix mehr. Hier außen vielleicht noch irgendwas? Nein, hier ist nichts. Irgendwo Werkzeug rumstehen oder so. Sehe ich nichts. So, ich bin gespannt, wie es mit der Wiederbelebung der dieser Gebäude ist. Da scheint ein Wagen zu sein noch. Ein bisschen Weizen. Ein paar Bretter. Oh, Käse. So, genau, ich bin gespannt, wie es mit der Wiederbelebung dieser Orte ist. Ob sich das dann wieder auffüllt oder ob dann da andere Sachen sind. Da bin ich noch sehr gespannt. So, ich überlege gerade, hier sind noch Leute. In unserem Holzschuppen kann aber nur einer arbeiten, oder? Sehe ich das richtig? Gewinnung, Holzschuppen, einer von eins. Genau, da bräuchten wir den größeren Holzschuppen, dann könnten da noch mehr Leute arbeiten. Wie gesagt, spannend fände ich es, den noch den Grabungsschuppen zu haben. Denn dann könnten wir jemanden losschicken, der uns Steine sammelt. Aber dazu müssten wir erstmal ein bisschen vorankommen mit unseren Erfahrungspunkten, was das Bauen angeht. So, hier. Svir. Hast du das Ritual durchgeführt, genauso wie ich es dir gesagt habe? Ja, alles so wie du es angeordnet hast. Du hast uns alle gerettet. Gute Arbeit, großartige Arbeit. Ich hatte schon Sorge, dass dich etwas töten oder dir die Seele aus dem Leib saugen würde. Aber hier bist du, frisch und munter. Ich habe nur deine Anweisungen befolgt. Du verdienst eine Belohnung. Das hier ist für dich, deine Freunde und deine Familie. Es wird euch einen gewissen Schutz gegen die finsteren Mächte gewähren. Eine Schlauchmütze? In der Tat, eine Schlauchmütze, aber hüte dich, sie jemals abzunehmen. Jetzt muss ich gehen. Es gibt noch andere finstere Mächte, die in den Schatten lauern. Doch fürchte nicht. Ich werde zurückkehren und nachsehen, ob es nötig ist, das Ritual zu erneuern. Natürlich, was für ein Glück wir haben, einen solchen Beschützer zu haben. So, wir haben jede Menge Reputation dazu bekommen. Und wir haben eine Schlauchmütze. Wo ist sie denn? 4 Schlauchmützen haben wir.
Also minus Hitze ist nichts für den Sommer, aber plus Kälteschutz. Also wir haben die Möglichkeit, im Winter eine Schlauchmütze zu tragen. Wir haben 4 Stück. Aber man kann, glaube ich, den Bewohnern und so, die brauchen nach wie vor keine Versorgung mit Kleidung, wenn ich das richtig weiß. Also ich weiß es nicht so genau, aber Messerschwindler unter uns. Abliefern an der waren 7 Steinmesser. Was haben wir denn so einstecken? 3. 2 könnten wir machen. 1 haben wir einstecken. Sollen wir das machen? Dann können wir. Wir können noch ein paar Dynastiepunkte bekommen. Er hustet und pustet. Abliefern. 20 mal Stroh, 5 Holzstämme, 16 Stöcke. Palisaden bauen. 255 Bären, okay. 6 Disteln und 3 Gänseblümchen. Tja, also 7 Messer wäre das realistischste. Mal überlegen. Nach Skauki kommen wir jetzt nicht mehr runter. Sammeln wir schnell was für diese Messer. 7 Messer durch 5, das heißt, wir bräuchten 35 Äste. 26. 28. Steine. So, dann haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein paar Steine. Ja, er hat den Stock aufgehoben, kein Stein. 12 Steine. 13. Ein Königreich für einen Stein. Da ist er noch. So. Das müsste doch jetzt reichen. Das ging doch jetzt flott. Hier, 7 Steinmesser. Alles klar. Wir nehmen die Quest an. Und dann gucken wir mal schnell. Tagebuch. Nebenquest, Messerschwindler unter uns. Bewohner des Oxbows, passt auf, wo ihr eure Messer kauft. Unser Markt ist kürzlich von einer rauen Menge an Messern fragwürdiger Qualität überschwemmt worden, die zu lächerlich teuren Preisen verkauft wurden. Der Quartiermeister wird jedoch belohnen, wird jeden belohnen, der Messer zur Überprüfung vorzulegen weiß. So, also das heißt, wir machen jetzt in Handarbeit 7 Messer. Hervorragend. Und dann schauen wir mal, wo der Derwan ist. Dann kann man doch irgendwie die Quest verfolgen. Genau, dann müsste uns doch zeigen, wo der Derwan ist, der Quartiermeister. So. Wo ist er? Da ist er beim Holzhacken. Hallo, Derwan. Hallo. Viele Hände, schnelles Ende. Sieh dir an, ob diese Messer deine Erwartungen erfüllen. Lass mich einen Blick darauf werfen. Nun, das ist Handwerkskunst, die ich gutheißen kann. Hier ist deine verdiente Bezahlung und falls dir dieser Betrüger begegnet, lass es mich wissen. Sicher, ich werde dir die Augen offen halten. Okay, 29 Münzen und vor allem 50 Reputation. Okay. Sehr gut. So, dann haben wir das erledigt. Wir haben eine Quest erfüllt. Jetzt können wir auf dem Markt mal gucken, ob wir was von den Sachen verkaufen können, die wir so in der Tasche haben. How do you do? Zeig mir deine Ware. So, wir haben gesagt, wir verkaufen auf jeden Fall den Wein. Apfelwein verkaufen, ja.
Flaschen. Können wir jetzt erstmal nichts damit anfangen. Birnenwein. Nahrung, Wasser. Alkohol, Effektdauer. Plus 9 Temperaturtoleranz. Da verzichten wir jetzt mal drauf. 190 Münzen sind nicht schlecht. Dann Bretter zu verkaufen macht, glaube ich, keinen Sinn. Bronzemesser verkaufen wir. Was haben wir denn hier noch? Das Fleisch essen wir jetzt gleich mal. Haferbier. Temperaturtoleranz, 10% geringerer Ausdauerverbrauch. Das wäre eigentlich was zum Rumlaufen, gar nicht so schlecht. Holzstämme. Kirschwein. 60% geringerer Ausdauerverbrauch. Temperaturtoleranz, Kirschwein. Lecker. So, die Kupferaxt kommt weg, die Kupfermesser kommen auch weg. Käse, 50% geringerer Ausdauerverbrauch, auch nicht verkehrt. Met, 80% geringerer Ausdauerverbrauch. Das ist alles nicht schlecht, aber das Zeug wiegt natürlich auch mega viel. Wenn ich jetzt das alles rumschleppe mit mir, hier 4 Haferbier kosten viel Gewicht, ne? Roggenbier haben wir auch. Ich glaube, ich verkaufe trotzdem was von dem Zeug. Schau mal. Weizenbier haben wir unten auch noch. Nahrung, Wasser. 40 mehr Gesundheit. Das ist auch nicht schlecht, wenn man vorhat, irgendein Viech zu erlegen vielleicht. Ich kann mich so schlecht trennen von dem Zeug. Trinktrank. 50% geringerer Wasserverbrauch. Okay, auch spannend. Säckchen haben wir verkauft. Haben wir gesagt, verkaufen wir. Steinpfeile, Steinmesser. Ja, Schlauch mit Zimmer. Behalten wir jetzt eine. Ich meine, die verkaufen sich auch ganz gut, ne? Ne, Moment. Ach, das ist nur eine. Aber hier steht doch viel. Hä? Check ich das jetzt nicht? Das ist doch die Menge, oder? Wenn ich jetzt hier auf Verkaufen gehe. Weil die nicht mehr Geld hat. Jetzt hat. Ah, okay. Die hat nicht mehr Geld, deswegen. Deswegen kauft die nur eine. Ja. Pelz. Pelz verkaufen wir auch. Nachtsichttrank verkaufen wir. Na, wie gesagt, die guten Getränke, ich will sie behalten. Ich will sie nicht einfach verkaufen. Ich bin ein Jäger und Sammler, das nützt alles nichts. Können wir aus dem Baum. Wir machen noch Ledersäckchen. Die können wir noch verkaufen. Und was ist mit dem. Mit den Baumstämmen, wenn wir jetzt da Brennholz draus machen. Preis 0,8. Und ich glaube, es wären 4 Stück, oder? 4 Brennholz. Und wenn wir jetzt gucken, was bringt uns der Stamm? 0,8, also ist ein 0,4. 0,4, aber mal 4. Also 1,60. Und der Stamm hatte ich nur einen. Ja, ich hatte nur einen. Also. How are you? Die klingt aber schon echt übel. Only goods of the highest quality. Ja, die beste Qualität. So, ja, das ist Käse hier. Ja, was soll's, das Zeug rumzutragen, bringt auch nichts, raus damit. So, Johanniskraut, keine Ahnung. Und dann verkaufen wir jetzt auch noch irgend so ein Zeug. Geringere Ausdauer, 10%. Verkauf mal, weg damit. Das ist halt 60%, ist schon ganz schön der Unterschied. Und Gewichtsbeschränkung ist ziemlich cool. Käse ist auch nicht schlecht. Roggenbier, Met.
Roggenbrot, 50% geringere Ausdauer. Das sind dann schon cool. Das ist schon alles cool. Salz können wir ja mal verkaufen. Weiß gar nicht, warum wir Streukirschen wahrscheinlich aus Versehen eingesammelt zwischen den Beeren. Muss man aufpassen, dass man sie nicht einfach isst. So. Und Weizenbier. Mehr Gesundheit ist doch auch nicht schlecht. Mal gucken, wenn wir einen Bären erlegen wollen. So, und da ist eigentlich schon der nächste Tag wieder vorbei. So schnell geht's. Es geht schon wieder in den Abend hinein. Trinken mal einen Schluck. Wir trinken einen Schluck und dann stärken wir uns doch jetzt. Das ist natürlich plus 90 Nahrung, das ist natürlich auch krasse Verschwendung, wenn wir das essen. 80. Geringerer Ausdauerverbrauch. Und das machen wir jetzt, um dann machen wir uns auf den Weg. Dann machen wir uns auf den Weg. So schaut's aus. Wir essen das Brot und in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg. Dann machen wir die Reise und gucken, ob wir, ja, wir gucken zu dem See. Schauen mal, ob wir bei dem See was Spannendes entdecken, ob es uns da gefällt. Wir werden sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen und vielleicht kommt ihr beim nächsten Mal mit, wenn wir uns den See angucken. Bis dann, ciao, servus.